Beamten konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Was? Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Nein, ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Aha. Nicht jedoch Drachenfall. Das Wissen über diesen Schrei ging lange vor Beginn der Geschichtsschreibung verloren. Ach so. Vielleicht kannten ihn nur seine Schöpfer. Aber ich bin nicht der, der mit euch darüber sprechen sollte. Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Nur Parthonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Ja, wo ist er? Tot? Ihr wart nicht bereit. Ihr seid immer noch nicht bereit. Aber dank der Klingen habt ihr jetzt Fragen, die nur Parthonax beantworten kann. Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Dann will ich ihn jetzt sehen. Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt, wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Parthonax öffnen könnt. Dann kommt. Ich warte noch, weil es ist Nacht. Oh Gott, ey, die labern auch eine nice Brei herum, die Jungs. Muss man echt dazu sagen. Aber wenn sie nicht anders können, ne? Oh, falsch. Wo geht's denn jetzt hierher? Da. Da. Ich hoffe, es ist jetzt Tag. Aber ich glaube noch nicht. Ah doch. Wo sind sie denn? Da. So, ich habe den Schrei jetzt erlernt. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Dankeschön. Nutzt es weise. Danke. Vielen, vielen Dank. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegwehen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Parthonax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Okay. Tschüss, ne? Haut rein. Wenn ich wiederkomme, will ich einen Kuchen. So einen Schokokuchen wäre echt cool. Danke. Ciao. Ah, deshalb. Nein, nicht Objekte. Magie. Schreie. Loch!
Ah, okay, und dann ist das frei. Oh, das ist cool. Das ist doch gut. Boah, habe ich viel Leben verloren. Oh, das kann ja lange dauern. Wenn, wenn man nur so kurz, den Zauberspruch. Ich kann drauf, sehr schön. Sehr gut. Ich kann weiterlaufen. Was ist das denn? Ist aber schnell, weil ich habe gerade den Ruf gemacht. So. Okay, der Weg ist frei wieder. Ich speichere mal. Okay, da wieder nicht frei. Hinter mir ist nicht frei. Super, weiter. Weiter geht's. Oh, das macht mich jetzt ein bisschen Angst, weil wenn der Schnee wiederkommt, dann bin ich ja ausgeliefert im Schnee. Und ja, das ist das Problem. Oh, ist das ein langer Weg. Guckt euch das mal an, ey. Wieso ist er jetzt weggegangen wieder? So, ich speichere wieder. So, weiter. So, Speichernummer. Bin ich hier denn noch richtig? Ja, sieht so aus. Krass, ist das ein Weg, ey. Ich hab voll die Panik im Moment gerade, weil ich will nicht unbedingt sterben auf meinem Weg. Aber ich glaube, ich bin gleich da. Glaube ich gleich da. Ne, dauert noch ein bisschen. Vielleicht noch zwei, drei Eisgeister oder so. Und dann Hals der Welt. Doch, ich bin da. Das ist ein Drache? Ach du Heiliger. Drem Yolok, seid gegrüßt, Wunduneg. Hallo. Ich bin Parturnax. Das ist ein Drache. Wer seid ihr? Was bringt euch zu meinem Strunmach, meinem Berg? Ich hätte erwartet, dass ihr ein Drache. Sie betrachten mich als Meister. Wut und